Rapid hat also das Sonntagsspiel der T-Mobile Bundesliga gegen Josko Ried ganz klar mit 5:2 für sich entschieden. Und Ernst Horst Leitner hat im Hanapi-Stadion seinen ersten Interviewpartner. Ja, und Steffen Hoffmann, der hat bei allen Rapid-Toren seine Beine im Spiel gehabt. Steffen, wie würden Sie denn selbst Ihre Leistung heute beurteilen? Über meine Leistung sage ich eigentlich nie was, egal ob es gut oder schlecht war. Und ich freue mich einfach, dass wir als Mannschaft heute ein gutes Spiel gemacht haben und das Spiel auch sehr klar gewonnen haben. Also wenn schon Sie nicht sagen, dann sage ich, die Leistung war Weltklasse, für mich der beste Mann auf dem Platz. Wie nahe hat Sie denn dieser Sieg gegen den direkten Rivalen, dem UEFA Cup, gebracht? Ja, im Moment ist es noch zu früh, von irgendwelchen Zielen zu sprechen. Wir wollen einfach uns von Spiel zu Spiel unser möglichst Bestes geben und dann möglichst viele Punkte sammeln. Und wenn wir das schaffen, dass wir wirklich gute Spiele machen, so wie heute, dann kann dem Ziel, das dann irgendwann kommt, nichts im Wege stehen. Wenn eine Mannschaft 5 Tore schießt, dann muss man auch die Frage nach dem Gegner stellen, wie leicht wurde das Ihnen heute gemacht? Ja, ich glaube, wir haben uns bis zur Halbzeit eigentlich sehr schwer getan. Die Rieder sind sehr früh in Führung gegangen und wir haben uns sehr schwer getan, wieder ins Spiel zu kommen. Und dann nach der Halbzeit gleich das 4. Tor war, glaube ich, dann die endgültige Entscheidung und danach war das Spiel vorbei. Herzlichen Dank, alles Gute noch einmal. Ein klarer Heimsieg von Rapid also. Wir werden jetzt einmal auch natürlich uns auch noch die gestrigen Spiele der T-Mobile Bundesliga zu Gemüte führen. Und dazu begrüße ich unseren Analytiker Peter Schöttl. Ein ganz klarer Erfolg heute Ihrer Mannschaft von Rapid. War Rapid heute so stark oder hat Josko Ried heute nicht den stärksten Tag erwischt? Ja, die erste halbe Stunde hat sich Rapid sehr, sehr schwer getan. Der Steffen hat es richtig gesagt. Rapid ist erst durch 2 Standardsituationen dann in Führung gegangen und hat die Tore heute einfach zum richtigen Moment erzielt. Auch anschließend an das Interview, Steffen Hoffmann, 5 Assists heute. Unglaublich, dennoch, wie würden Sie seine Leistung beurteilen? War alles Gold, was heute möglicherweise geglänzt hat? Ja, also wenn einer 5 Assists leistet in einem Spiel, dann glaube ich, braucht man nicht die Diskussion führen, ob ihm vielleicht der eine oder andere Pass nicht gelungen ist. Er war der überragende Mann auf dem Feld. Nicht die Sportdirektoren, sondern die beiden Trainer von Rapid und Ried stehen jetzt bereit bei Ernst Horst Leitner im Hanapi-Stadion. Und dazu ist auch noch der Experte da, Peter Stöger. Wir haben heute ein Spiel mit einem Eishockey-Ergebnis erlebt, 5:2. Wir gratulieren einmal dem Peter Backholt zum besten Frühjahrsspiel von Rapid. Vom Ergebnis her sicher, vom Spiel vielleicht. Wir haben sehr schwer ein Spiel gefunden, das muss man ehrlich sagen. Wir haben 10 Minuten vielleicht aufgrund der Umstellungen, diversen Umstellungen in der Mannschaft, ein bisschen Abstimmungsprobleme gehabt im Mittelfeld und sind aber dann sehr, sehr gut ins Spiel zurückgekommen nach dem Ausgleich und haben dann eigentlich, würde ich sagen, so 40 Minuten, wenn man die erste Halbzeit und die zweite bis zum 5-1 nimmt, einen sehr tollen Fußball gespielt. Also da haben wir auch die Tore gemacht, haben wir wirklich den Ball wirklich super laufen lassen und natürlich ist das Ergebnis für uns sehr zufriedenstellend. In einer ganz anderen Zielsetzung ist Helmut Kraft mit seiner Truppe hier angereist, wollte im 20. Versuch einmal gewinnen vor dem Spiel. Haben Sie noch gesagt, wir werden es offen anlegen, jetzt ist man ins offene Messer gelaufen. Wie kann man sich das erklären? 2:5, das ist doch eine ordentliche Watschen. Ja, das Ergebnis spricht jetzt vielleicht nicht, entspricht nicht ganz dem, was abgelaufen ist am Spielfeld, aber es war sicher so, dass wir uns sehr viel vorgenommen haben, aber vor allem glaube ich das 3:1 kurz vor der Halbzeit, das hat uns irgendwie das Genick gebrochen. Es ist noch in den Köpfen der Spieler herumgeistert, auch wie sie dann an der zweiten Halbzeit auf den Platz gekommen sind. Und der Schiri, glaube ich, hat noch gar nicht auspfiffen gehabt, da ist schon 4:1 gestanden, also es war so, dass er uns wirklich eine halbe Minute vor der Halbzeit und 10 Sekunden nach der Halbzeit hat uns heute Rapid wirklich erwischt. Und mit dem 4:1 hat dann Rapid sehr gut gespielt. Wir sind erst nach dem 5:1 wieder halbwegs ins Spiel gekommen, haben auch einige Chancen vorgefunden, das Ergebnis zumindest von der Kosmetik her ein bisschen herzustellen, aber es ist uns nicht mehr ganz gelungen. Da war es nämlich schon zu spät. Das 4:1 hat Helmut Kraft angesprochen, können wir uns gemeinsam anschauen. Peter, das war wieder einmal vorbereitet, wie übrigens alle anderen Rapid-Tore von Steffen Hoffmann. Ja, es freut mich persönlich sehr. Ich bin in der Pause auch gesagt, es ist ein toller Fußballer für mich. Heute hat er einmal eine Partie gespielt, die ihm würdig ist. Er hat im Frühjahr noch nicht ganz so zu seiner Leistung gefunden, ist immer sehr bemüht, sehr engagiert. Aber also ich persönlich
lege halt den Maßstab bei ihm sehr, sehr hoch an. Deswegen hat er es nicht immer leicht, wie ich ihn beurteile. Aber er ist ganz einfach ein wunderbarer Fußballer und heute 5 Tore aufgelegt. Perfekt. Mit diesem wirklich sensationellen Pass auf Boskovic. Und auch beim 5:1, da war er natürlich wieder mit dem Spiel 5:1 durch Bilic, Peter Backholt. Sie haben zuletzt gemeint, vielleicht kann man noch ein bisschen was heraus. Ich habe es eigentlich gemeint, aus dem Steffen Hofmann herauskitzeln, was seine Leistungsfähigkeit anbelangt. Wie haben Sie es denn geschafft, ihn da so top zu motivieren heute? Einfach reden, was vielleicht ihm am Herzen liegt oder wo er vielleicht selber irgendwo glaubt, was ihm ein bisschen hemmt. Und ich glaube, dieses Spiel hat ihm heute alles zurückgegeben, was er ihm selber auch innerlich gewurmt hat, vor allem wie er das dritte Tor vorbereitet hat. Also das war schon große Klasse, dass man da die Übersicht behaltet und den Ball querlegt. Und man sieht auch bei den 4-1, wie er den Pass in die Tiefe spielt, Millimeter genau in Vorseine von Branko Boskovic. Und diese Leistung muss ihm einfach da auftreten für die nächsten Spiele geben. Da hat sich jetzt eben die Miene verfinstert bei Helmut Kraft. Was hat Ihnen da gar nicht gepasst beim Verhalten Ihrer Hintermannschaft? Wenn man das 4-1 und das 5-1 jetzt gesehen hat, da sind wir wirklich sehr, sehr schlecht gestanden. Immer auf unserer rechten Seite haben wir da Stellungsfehler gehabt. Und naja, natürlich hat man da keine Freude als Trainer, wenn man sieht, wie einfach eigentlich der Gegner zum Tore schießen oder zu den Chancen kommt. Und das haben wir heute auf alle Fälle versäumt, dass wir da Rapid mehr entgegenstellen. Hat sich die Mannschaft aufgegeben? Bis zum 5-1 hat es den Anschein gehabt. Nach dem 5-1, glaube ich, hat die Mannschaft nochmal einen Ruck gefunden im Spiel. Hat dann, ich glaube, 3 oder 4 Riesenchancen gehabt, eben schon früher das zweite Tor zu schießen. Aber es war in Summe natürlich zu wenig und hat in der zweiten Halbzeit sicherlich jetzt noch ein besseres Ergebnis für uns ergeben können. Aber wir haben heute verdient verloren, das muss man sagen. Ja, das ist ganz sicher, also Rapid verdient, gewonnen, keine Frage, mit dem überragenden Spieler Steffen Hofmann auf dem Platz. Aber trotzdem habe ich gesehen, dass Ried in der Phase trotzdem sehr, sehr viele Torschancen gehabt hat, wo er sich sicher seine Gedanken machen wird. Das waren nämlich wirklich 100%ige Torschancen, wo ich sage, das ist ganz einfach zu leichtfertig in der Defensive gewesen. Das Spiel hätte auch anders laufen können, aber natürlich war alles in allem Rapid das Sieger hier verdient vom Feld gegangen. Das 2-5 von CO haben wir auch noch gesehen. Wie kann man denn das machen? Das hat ja nicht immer ganz sattelfest ausgeschaut in der Verteidigung von Rapid. Wie kann man das abstellen? Es ist einfach in die Köpfe drin. Also jeder, der was einmal Fußball gespielt hat, weiß, wie das ist. 5-1, jetzt wirst du nur mehr nach vorne spielen, wirst nur mehr einen schönen Pass spielen, wirst nicht mehr in den Zweikampf rein, wirst nur mehr eigentlich wirklich die schönen Sachen machen und dann vergisst du den Rückwärtsgang einzuschalten. Und so ist es passiert. Jeder lange Ball war auf einmal brandgefährlich. Die Spitzen vorne haben sich jedes Mal in die Räume eingeschlichen. Und da gebe ich Peter schon recht. Da waren wir einfach sehr unkonsequent und das muss man abstellen. Aber auch sicher mit den Hintergedanken 5-1, jeder will sich noch einmal schöne präsentieren da, aber nur natürlich, das ist für mich der Kritikpunkt, wenn ich sehe, Manchester United damals gegen AS Rom, die haben auch bei 5-1 weitergespielt und haben ein 6. ein 7. und das war heute sicher auch möglich und natürlich, dann haben auf einmal Ried wirklich 2-3 wirklich sehr, sehr große Chancen gehabt, aber schlussendlich haben heute für uns 3 Punkte gezählt, dass wir eben wieder auf diesen Platz nach vorne kommen und das war heute das Allerwichtigste. Auf den 3. Platz. 3 Tore hat heute geschossen und da sind wir gleich beim Ende. Mate Bilic, was machen wir mit dem, wenn die Sperre von Kinzel abgesessen ist? Ja, wir haben bis Samstag noch genug Zeit. Okay, und dann überlegen wir vielleicht gemeinsam. Herzlichen Dank, meine Herren. Danke, Peter. Und damit geht's wieder zurück ins Studio zu Rainer und Peter.